Ja, willkommen zurück. War gerade mal ein bisschen angeln. Wie kann man in dieses wunderschöne Land kommen und sich dann unter der Erde verstecken? Ganz in der Nähe des Grubman-Hafens lebt einer der seltsamsten Fische, den ich je gesehen habe. Und tief im Wasser findet man echt jede Menge seltsamer Kreaturen. Aber der Fisch beim Grubman-Hafen ist ein waschechter Geisterfisch. Regner haben sie ihn getauft. Vielleicht haben die Drubmans ja irgendwas ins Wasser gekippt, wer weiß. Aber ich habe ihn gesehen. Geister. Du musst mich mit jemand verwechseln. Ups. Okay. So, was haben wir voll? Da haben wir 5 von 5. Sehr schön. Gut. Jetzt halt die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Zum Riggs. Dann Quad. Die meisten Sachen kann man reparieren. Kein Quatsch. Das Schöne ist hier vorne. Gleich mal eins jagen. Ja, ich glaube, wenn wir hier rumlaufen, können wir auch was finden. Ich weiß bloß nicht, wo der Hirsch jetzt hin ist. Keine Ahnung, wo das Quad ist.
Es ist die Sünde in dir, die gegen die Hand Gottes streitet. Deine Sünde wird hier vergehen, verwelken und getroffen. Die Frage ist, soll ich echt den Bogen gegen die Knarre tauschen? Ich weiß es nicht. Ist doch hier die... Also ich kann nicht, gar nicht aufheben. Nochmal. Ist wahrscheinlich dann die gleiche. Und der hat was für uns. Die Sekte macht überall Passkontrollen. Jemand hat Sachen von Edens Gate gestohlen. An dieser schrecklichen Brücke. Die Sekte findet den Dieb nicht. Aber ich wette, er versteckt sich vor ihrer Nase. Okay, das liegt jetzt nicht ganz so auf dem Weg. Vielleicht haben wir ja dann auch den Hund. Ich weiß ja nicht, was der noch kann, ob der auch Tiere jagen kann. Das wäre cool. Ist auf jeden Fall mein Ausguck. Mit ein bisschen Loot. Okay. Ich danke dir, Vater. Das kommt alles in Ordnung. Anscheinend nicht mehr. Aufpassen!
Das ist ja cool, da liegen Angeln rum. Ich schmeiß mal da meine Kartoffel rein. Oh. Cool. 180 ist relativ viel, muss ich sagen. Jetzt plus. Oh, geil. Vermiss ist der eine Punkt. Naja. Wer weiß, wo der Punkt hin ist? Okay. Die Maus ein bisschen schneller machen, das So. Servus. So, vielleicht passt da jetzt die Marschgeschwindigkeit, ja. Sehen. Jetzt kann man den Kameraden holen, ja. Bin gleich da. Bin unterwegs. Ich pass auf dich auf. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es nur solche Musik geben würde. Lasst mich frei, dann zeige ich euch Extremismus. Wir lassen diese Sünde aufteilen. Ein paar gehen zu Jacob, ein paar zu John und der Es sind 1, 2, 3, 4 Gegner bis jetzt. Oh shit. Okay. Ist unentdeckt. Ist nur ein Sammeln hier.
Schätze, wir schulden dir was. Ich hab ihm schon alles gegeben. Ja, Widerstand. Endlich einer, der was drauf hat. Vielen Dank. Hallo, Deputy. Geh los! Deck mich! Der Widerstand wird mich retten. Ich bin hin, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Wer weiß, was dann passiert wäre. Schätze, wir schulden dir was. Herr im Himmel, was war das? Alle weg! Gut mitgedacht. Ich muss meinem Schutzengel danken. Du bist mit die Peggys, haben meine Kollegen von der Verpackungsanlage zusammengetrieben. Ich hatte Glück und konnte entkommen, aber ich weiß nicht, was mit den anderen ist. Wer solche Musik hört, frisst auch kleine Hundewelpen. So, dann laden wir mal reinschauen. Früher war es ein Segen, draußen auf dem Land zu leben. Jetzt kommt es mir wie ein Traum. Weißt du, die Melodie ist nicht schlecht. Mach Witz. Ben, Karen, hoffentlich hört ihr das noch. Ihr müsst abhauen. Johns Leute sind durchgedreht. Die schreien irgendwas über Siegel und einen Kollaps. Sie sind im ganzen verdammten Tal und auf dem Weg zu euch. Ihr müsst euch verpissen, okay? Ihr müsst auf der Stelle abhauen. Habt ihr mich verstanden? John wollte den Trailerpark, aber die Besitzer lehnten danke. Du hast uns den Arsch gerettet, nicht wahr? Ja, Hammer. Danke, dass du uns da rausgeholt hast, Junge. Ich bin Merle. Merle Briggs. Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Ich wusste, dass sowas passiert. Aber ist jetzt auch egal. Erstmal müssen wir diese Leute beschützen. Ich weiß, wie wir es der Sekte heimzahlen können. Aber um das richtig zu machen, brauchen wir meinen Todeswunsch. Das ist mein Truck. Leider steht er in einer Werkstatt, die von diesen Wichsern überrannt wurde. Geh rüber zu US Auto und hol ihn dir. Ich passe so lange auf die Leute hier auf. Wir treffen uns dort und dann knöpfen wir uns diese Arschlöcher vor. Okay. Beziehungsweise... Willst du hinfahren? Kürbisfarm, da wollte ich erstmal hin. Mal. Du fährst. Warte mal. Schöne leichte Brise. Fühlt sich gut an. Alles, was Geld ist, immer mitnehmen. Was macht das Wort Geld? Ne, ich hab das Tier überfahren. Das kann man ja alles verkaufen. Ach so, die Fälligen haben. Ja, stimmt. So. Okay, die 100 Meter, nicht mal. Oh, was war das denn? Mir geht's echt übel! Deputy! Bist du nicht wahr? Hilfe! Ich verblute hier! Tausend Dank. Solange die Sekte untergeht, ist mir egal, was man dafür tun muss. Hast du hier vor einer Markierung gesetzt? Nur diese Farm.
wo der Boomer ist. Weiß zwar nicht, was ein Boomer ist, aber... Ah, das ist... Boomer, das ist dieser eine Hund, den ich auch hatte, mit dem du hier, der dich begleiten tut. Ah, okay, dann ist es ja hier vorne. Der ist genial, also der... Er tut andere Gegner, also relativ in nahen Umkreis spotten. Rücke vor! Den als Begleiter zu nehmen. Papier? Ich mach ja alles plündern, oder? Das ist NPC, steht doch nicht im Weg. Boomer ist so niedlich, dass es schon wehtut. Ja, ne? Steht hier rum, ey. Geld? Den Koffer. Ach so, ne, den habe ich schon. Ich hab gedacht, so ist Geld. Hey, Jungsfreund. Ray zu verlieren, das tut schon weh. Diese beschissene Seed-Sitte. Ach, aber gut, dass du den alten Boomer gerettet hast. Dieser Hund, der wittert... Jetzt kannst du einfach mit Tab auswählen bei dem, also bei deinen Gefährten. Ich glaube, ich nehme auch erstmal so ein Gewehr. Aber ich will halt einen Einzelschuss haben, weißt du? Kannst du doch machen. Du kannst doch auf Einzelschuss umschalten. Echt? Du kannst mit einem Gewehr auf Einzelschuss mit V umschalten. V. Mit V, also kannst du entweder Einzelschuss oder so einen Salvenschuss. Warte mal, oder dieses richtige. Ich weiß noch nicht, ob das beim Pfeil, ob das beim Pfeil und Bogen geht. Nee, da, mich nervt das Dauerfeuer bei so einem Ding, deswegen, wenn du sagst, kann man umschalten, ist ja nicht schlecht. Ja, kannst du denn mit V umschalten? Da, Feuermodus. Dann mach ich das Fernglas auch gleich auf die Taste. So. Dann ist Fernglas ist auf V, also hier auf Y. Auf Y. Ja, das habe ich auf Maus jetzt. Munition ändern auch auf Maus. Auf der mittleren Maustaste? Auf der mittleren Maustaste ist nee, da habe ich Granate. Ja, eben. Okay. Gleich mal Munition auffüllen, genau. Ja. Oh.
Ach scheiße, das ist eine Werkstatt. Ja, kannst... Wegen was? Ich will mir eine Waffe holen. Kommt drauf an, wo du es hin willst. Übrigens... Hier, wo ich gerade noch eine Markierung gesetzt habe, da ist eine hier, da gibt es noch Geld. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ach, da ist da hin, ja. Da gibt es auch noch Waffen drin. Ja gut, dann gehen wir da mal hin. Und Geld kann man nie genug haben. Hast du denn den Hund als Haupt hier als Begleiter gewählt? Ja. Oh, da oben ist wieder ein Ding zu befreien. Da habe ich schon wieder drei Vorteilspunkte bekommen, weil ich mit dir zusammen gespielt habe. Hier ist noch eine Pflanze. Warte mal, ich sehe gerade, ich kann schon wieder neue Sachen freischalten. Ich habe von einem Kerl am Aussichtsturm gehört. Sprengmeister, Takedown. Das ist super. Die ist tot, die ist hier runtergerutscht. Bist du? Ach, das ist hier in der Abwasser, so eine, die kaputt wurde. Die ist tot, ja. Ja, egal. Ja, die wurde von Ding angegriffen, von der Raubkatze. Ja, hier sind ab und zu mal Raubkatzen unterwegs. Der Hund ist gut, das spottet echt alles. Oh, hier war noch ein Kraut. Okay. Ach, sag ich doch. Ach, übrigens, da unten ist noch ein Waffenhändler. Die ist noch da, hier unten. Oh, nee. Was ist denn für ein Büro, war das? Er ist Steven hier unten. Unten bei mir ist dieser... Da ist die Troller, die Waffen verkauft. Was? Konflikt? Weil hier irgendjemand auf dich schießt, deswegen ist der Konflikt, dann kannst du mit anschandeln. Mach hier mal, oder noch ist. Jetzt so. Waffen. Wir haben 2700. Was hat denn der Schaden? 7? Das also welche Waffe du hochautomatisch schon hast, das ist diese komische MP irgendwas, diese hier. Diese nicht MP5K. Das ist diese Clubwaffe. Ja. Die habe ich mal gleich gemoddet und ein bisschen ausgebaut. Okay, da fehlt mir dann ein Ding noch. Geld für einen Schalldämpfer und so. Ja, macht ja nichts. Wobei, das wirst du dann gleich da oben haben, da das versteckt, das ist, ja... Da musst du nur ein bisschen mit dem Enterhaken ein bisschen durch die Gegend schwingen und so weiter. Okay. Mission musst du annehmen, die ich kann die ja nicht. Guten Kletterhaken brauchen wir, um voranzukommen, okay. Shit.
ich bin runtergeflogen. Ich komme da hier aber nicht wieder hoch, ne? Ich muss immer außen rumrennen, oder was? Du siehst aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Die verfluchten Kaggis wollen das ganze Bild für sich alleine. Aber das werde ich nicht zulassen. So. Welchen Ebene bin ich schon? So nochmal. Super. Hey, hier ist doch gleich... Ah, hier ist doch gleich eine Weste. Ja, bringt mir nichts. Ich müsste wieder von vorne anfangen. Ich komme hier nicht hoch. Du musst, genug schwingen. Also, ja. Ja, dazu muss ich immer erstmal wissen, wie man hoch und runter und so. Das muss ich erst alles wieder rauskriegen. Wie du dich hoch und runter abseilen tust, eben mal mit der linken und mit der rechten und danach musst du eben... Missionen. Komme ich nie wieder raus? Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschwirrenden Zeugis triffst. Angenommen? Die Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerreißen wie Papier. Aber das ist ja ein komplett anderes Gebiet. Weiß ich nicht, das ist die nächste, die am nächsten dran ist. Gefängnis, County Hope hast du glaube ich, ach nee, erreiche den Ort. Ist ja ein komplett anderes Gebiet. Ja, aber es ist die nächste, die dran ist, alle anderen sind weiter weg. Wo du dich hin teleportieren kannst oder was? Nee, von der Kilometer. Die Peggy. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Holland Valley, alles klar, machen wir Holland Valley. Holland Valley ist das Gebiet, das was ich auch gemacht hatte. Da müssen wir jetzt darüber. Lass uns mal kurz gucken, wie ich wieder drüber komme. Wenn du eben da oben bist, kommst du zwar wieder rüber. Da kann ich mich nicht irgendwie zu dir teleportieren oder runter, irgendwie runterfliegen. Spring doch einfach ins Wasser. Das ist aber so doof gemacht, du kommst hier nicht. Oregano, oh, hier haben wir es Oregano. Ich bin froh, dass du nicht zu Eden ganz doof gemacht, du kommst hier zwar rein, aber ja. Ist wieder raus. An dem verrammelten Saloon war so ein Junkie, der wollte mir Drogen verkaufen. Angeblich würden die mir im Kampf gegen die Sekte helfen. Aber mir ist so schon zu viel Dreck in der Luft. Was zum Teufel? So, wo ist jetzt die alte, die das Zeug verkauft und kauft? Weg. Bin jetzt hier wieder? Nee, da. Ist da vorne. Ach, hier, ist doch gleich, hier ist doch gleich am Boden steht, genau. Keine Ahnung, vor mir ist einer. Angler, der
verkauft und kauft, denke ich mal, alles mit das. So, Munition. Oben bist du.